So, dann der Bastelzeit. Heute, ihr seht es oben schon, Produktzeugs. Kommt ja selten vor, aber hey, kam gerade hin. Kurzer Hintergrund. Normalerweise habe ich ja hier so eine Standard-Armbanduhr. Habt ihr hier auf dem Kanal ja auch schon gesehen. Aber Problem, die halten halt auch nicht ewig so von Batterie her. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal die Batterie ausgetauscht und ich will nicht ausprobieren, wie dicht auf der Rückseite dann entsprechend die ganzen Dichtungen noch sind. Das heißt also, ob das Ding jetzt wirklich noch wasserdicht ist oder nicht. Deswegen, beim Sport oder so ist sowas uncool. Dafür hatte ich mir dann irgendwann mal eine Smartwatch geholt. So ein 20-Euro-Ding. Aber dummerweise nicht drauf geachtet und die war auch nicht wasserdicht und die ist mir dann abgesoffen. Heißt, ich hatte jetzt Bedarf für, hey, ich hätte gerne wieder irgendwas für Sport. Möglichst mit einem Pulsmesser, das war mein Ding, sollte wasserdicht sein und ja, mal gucken. Und ja, da war da gerade so ein Jubiläumsverkauf. Ich habe mal zugeschlagen. Das hier, die ist die, ja, ich versuche mich mal, Xiaomi? Keine Ahnung. Jedenfalls, das hier ist das Mi Smart Band 5. Ist von einer chinesischen Firma, ist relativ bekannt. Fünfte Generation, die vorherigen waren relativ verbreitet. Vorteil bei den Mi Band ist, dass sie relativ viele Funktionen für einen relativ guten Preis halt reinpacken. Gut, hat natürlich dann Preis an anderer Stelle, aber da kommen wir dann später zu. 5 ist die zum Zeitpunkt des Videos aktuelle Generation. Und wir gucken einfach mal, steht hier irgendwas drauf? Nicht wirklich, hier steht wasserdicht 5 Atmosphären und hier steht etwas von kompatibel mit Android 5.0 oder iOS 10.0 jeweils oder höher. Mit dabei ist der Fitness-Tracker, ein Armband, ein Charging-Cable und die Anleitung. Und das Ganze läuft mit Bluetooth 5.0, ist also ja, so ein typisches. Wir machen das mal mit einem PC, mit einem Smartphone-Dingensen. Und ich gehe gleich mal drauf ein, wieso ich mir die hier geholt habe und nicht was... Really? Mehr ist da nicht drin? Okay. Und nicht was anderes. Hier an der Seite sind auch noch Sachen. 1,1 Zoll Colorful Screen. Okay. Farbdings Water Resistant 50 Meter. Heart Rate Monitoring, Stress Monitoring und auch wenn laut Statistik eher wenig vertreten für die Frauen hier. Es gibt ein Physical Cycle Recording, also... Ihr könnt eure Periode aufzeichnen. Was haben wir sonst noch? Multisport Tracking, Magnetic Charging, All-Day Sleep Tracking. Wenn ihr also tagsüber irgendwie einschlaft, dann kriegt ihr das auch mit. Und 14 Tage Battery Life. Ich habe so meine Zweifel. Nun gut, ja, wir haben die Anleitung. Relativ dickes Ding, aber halt in 1000 Sprachen. Von daher weg damit. Das hier dürfte der Smart Tracker selber sein. Ihr seht schon, eher klein. Das ist keine... vollwertige Smartwatch, das ist wirklich nur ein Fitness-Tracker. Mit hier so einem Silikonarmband, was dann eingeklippt wird. Und ja, ist für Sport, denke ich, ganz gut. Kann sich halt Schmutz nicht so gut reinsetzen. Die Löcher sind halt ein bisschen nervig, aber hey, passt schon irgendwie. Das Ding in der Mitte ist bereits angegangen. Okay. Wir sehen, das Ding hat, je nachdem in welchem Winkel man hält, kann man eventuell erkennen, das hat hier einen viereckigen Bildschirm. Und unten drunter einen Touch-Button. Allerdings ist das auch ein kompletter Touchscreen, also ja, wahrscheinlich auch da ein paar Funktionen. Auf der Rückseite haben wir den entsprechenden Pulssensor und zwei Pins fürs Laden. Das ist einer der Gründe, weswegen ich mir die 5er geholt habe, obwohl die 4er quasi dieselben Funktionen hat und momentan günstiger ist. Gucken wir uns dann gleich noch an. Und diese Kapsel hier in der Mitte, die kann man einfach hier mit ein bisschen Gewalt heraus operieren. Rapp. Dann hat man die Einzel und kann sich dann auch andere Armbänder holen, wenn einem das hier nicht passt. Machen wir gerade weiter. Das Ladekabel. Das sieht hier so aus. Und was da dran ganz praktisch ist, ihr habt ja schon gesehen, Magnetic Charging. Wir haben hier so einen Pinöppel und der geht magnetisch hier auf die Rückseite. Und so kann man das Ding dann laden. Das heißt, im Gegensatz zu den vorherigen Versionen ist das ein bisschen anders gelöst. Hier, wie gesagt, mit dem Magnet. Bei den alten Versionen musste man jedes Mal diese Pille hier aus dem Armband rausnehmen und in eine Art Halterung reinstecken. Und das wollte ich nicht haben. Ich wollte das irgendwie zumindest das Armband dran lassen können. Von daher. Gut, können wir hier irgendwie den überzeugen, noch was zu tun? Auch wenn wir per First haben. Sieht nach Nein aus. Muss ich tatsächlich erstmal mir ein Handy suchen und die App von denen drauf machen. Sekunde. So, versuchen wir das nochmal. Ich habe jetzt hier
mein Handy in der Nähe oder ein Handy in der Nähe und gucken jetzt mal per First. Schauen wir einfach mal, ob wir hier ein Bluetooth-Gerät finden. Und wir haben ein Mi Smart Band 5, das klingt doch schon mal richtig. Nehmen wir uns das doch mal vor. Aber wir sehen, hat sich nichts geändert. Hier steht immer noch per First. Also, irgendwas fehlt. Die Sache ist nämlich, ihr braucht auch noch die passende App. Die heißt hier Mi Fit. Lässt sich im App Store finden. Also bei Google im Play Store. Bei Apple soll es sie auch geben. Dann versuchen wir es über die mal. Beim ersten Start müsst ihr euch da anmelden. Nein, ich möchte keine Fotos zulassen. Das heißt also, ihr könnt dieses ganze Band nicht benutzen, wenn ihr nicht auch deren Cloud nutzt. Das ist also nicht gedacht für irgendeine lokale Verwendung. Ich habe jetzt hier meinen Account schon eingerichtet. Das ist im Prinzip Name und so eingeben. Und ich habe jetzt einfach mal Dummy-Daten eingegeben. Gewicht und so, geht denen gar nichts an. Und hier gibt es dann entsprechend hier unten schon eine Meldung. Keine gekoppelten Geräte. Das ist natürlich für uns relevant. Ansonsten können wir auch hier oben auf das Plus gehen. Jetzt wird hier gefragt, was wollen wir verbinden? Ein Band, eine Uhr, eine Waage oder Smart-Schuhe. Wir haben ein Band. Hier sieht man noch schon, die folgenden Informationen werden erhoben und verarbeitet. Aktivitäten, Schlaf, Puls. Okay, dann möchte er die Ortungsdienste haben, ohne Verbindung über Bluetooth herzustellen. Das ist eine Eigenheit von Android. Bei Android hat man keine Möglichkeit, Bluetooth zu nutzen, wenn man nicht auch gleichzeitig die groben Standortdienste anfordert. Das heißt, ja, das ist mit dem Gerätestandort abrufen, ist leider bei Android zwingend notwendig. Schauen wir mal hier, ob er das findet. Auf dem Band bestätigen. Jetzt hat er es gefunden, war ja klar. Pair with phone? Fragezeichen. Yep. Paired successfully. Einstellungen von Band werden wiederhergestellt. Ja, ich hatte noch nie eins, kann er nicht viel wiederherstellen. Also lassen wir das mal durchlaufen. Und Updating. Die Firmware von meiner Armbanduhr oder meinem Smartband ist offensichtlich zu alt und muss erstmal aktualisiert werden. Eieieiei. Schöne neue Welt. Gut, was haben wir denn hier Schönes an Funktionen? Schauen wir doch mal. Wir haben einen Shop. Der Shop klingt erstmal seltsam, aber was unter Shop gemeint ist, das sind hier diese Watch Faces, wie es so schön heißt. Das heißt also, wie soll die Uhr aussehen? Im Moment ist ja das hier drauf und man kann hier diese ganzen Bilder da durchaus selber reinmachen. Aber es gibt, soweit ich das verstanden habe, nur diese vorgefertigten. Wenn ich richtig sehe, kann man nicht selber welche designen. Wenn ihr dann welche installiert habt, gibt es dann noch den Manager. Da sieht man entsprechend die Anzeigen und Favoriten. Ist sonst nichts zu sehen. Akku im Übrigen 48%, damit wurde es geliefert. Ich habe es jetzt noch nicht geladen. Man kann also offensichtlich direkt aus der Packung loslegen. Ist natürlich für uns jetzt hier gut. Was haben wir noch? Bildschirm entsperren. Gehe auf Einstellungen Sicherheit. Bildschirm entsperren. Auf Smart Lock tippen zum Entsperren des Telefons mit dem Band. Das heißt, sobald das Telefon in der Nähe von eurer Uhr ist, müsst ihr keine PIN-Eingabe oder Fingerabdruck oder ähnliches benutzen, sondern ihr könnt direkt entsperren. Kann praktisch sein, aber es eröffnet halt auch gewisse Risiken, genau wie Fingerabdruck. Es ist halt eine Komfortfunktion, das müsst ihr selber abschätzen. Ob ihr dann Bluetooth, Fingerabdruck, Biometrie oder irgendwas benutzen wollt oder beim alten Passwort bleibt, was halt mehr Sicherheit bringt. Nächster Punkt, eingehende Anrufe. Da können wir hier sagen, okay, die Telefoniefunktion soll aktiviert werden. Das heißt, dass bei eingehenden Anrufen eine Info auf dem Display angezeigt wird. Da ist ein Anruf, da kommt eine Nummer. Und dann könnt ihr auf dem Display sagen, okay, lass es stumm und weiter klingeln oder ablehnen. Es gibt keine Möglichkeit, hier drauf anzunehmen. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Wäre eventuell toll gewesen, hier tippen zu können für annehmen, wenn man noch nebenbei ein Bluetooth-Headset dran hat oder direkt auf Freisprechen geht. Wäre eine schöne Sache gewesen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, soll er die Kontaktinformationen anzeigen. Das heißt also, wenn das ausgeschaltet ist, zeigt euch nur die Rufnummer an. Wenn es eingeschaltet ist, würde euch den Namen anzeigen, wenn ihr es im Adressbuch habt. Heißt dann aber natürlich, dass auch hier die App Adressbuchzugriff braucht. Ansonsten, man kann sagen, verzögerte Benachrichtigung, dass es nicht direkt aufgeht. Wenn ihr so Leute habt, die irgendwie einmal klingeln und dann wieder auflegen, weil sie sich dauernd verwählen, das kann man dann so verhindern. Nächster Punkt, Terminerinnerungen. Ist nicht euer Kalender, sondern ihr könnt halt einfach sagen, okay, erinnere mich dann und dann. Wäre mir persönlich lieber, wenn er da mit dem System zusammenarbeiten würde. Scheint hier nicht der Fall zu sein. Ein Wecker kann man natürlich auch einstellen, ist ebenfalls nur auf dem Band. App-Benachrichtigungen
Um App-Benachrichtigungen zu machen, muss man auch wieder Berechtigungen verteilen. Und dann kann man sagen, welche Apps da das dürfen. Schauen wir das hier mal gerade an. Und ja, normalerweise sollte jetzt hier drunter eine... Ach nee, nevermind. Wir müssen hier unten auf Apps verwalten klicken. Jetzt kriegen wir eine Liste mit allen Apps, die auf dem Gerät installiert sind. Das dauert natürlich, je nachdem, wie viele ihr installiert habt, ein bisschen. Jetzt können wir genau auswählen, zum Beispiel, wir haben Cut-Waren. Wenn wir Cut-Waren haben wollen, tippen wir einmal an. Jetzt ist der Haken an. Das heißt, wenn jetzt da eine Benachrichtigung reinkommt, weil da draußen mal wieder irgendwie gerade die Welt untergeht, dann würde die auf dem Handy, auf dem Smartband angezeigt. Wichtig dabei zu beachten, es wird wirklich nur das angezeigt, was hier drin steht. Das heißt also, wenn ihr irgendwas anderes habt an Apps, die ihr zum Beispiel frisch installiert habt, müsst ihr die immer erst hier nachtragen. Ansonsten funktioniert das nicht. Erkennbar an aus, ist für Bluetooth interessant, Pulsbaraktivität teilen. Heißt, wenn ihr dem Band sagt, dass ihr jetzt irgendeine Sportaktivität macht, dann würde der entsprechend den Puls zum Handy schicken, sodass das live getrackt werden kann. Kann den Akku verringern, hat dafür aber was anderes. Ansonsten die Trageseite, linkes oder rechtes Handgelenk. Es gibt die Möglichkeit, Handgelenk anheben für Infos. Das ist, ja, ihr habt ja gesehen, ich musste die ganze Zeit den Knopf drücken, wenn ich was sehen möchte. Handgelenk anheben heißt, ihr könnt so machen und dann würde sich der Bildschirm automatisch anschalten. Ist natürlich wesentlich praktischer, kostet aber wieder Akku, weil es kann natürlich auch mal sein, dass ihr irgendwie die Bewegung macht, obwohl ihr nicht auf die Uhr gucken wollt. Müsst ihr dann selber entscheiden. Die Sprache ist im Moment auf Englisch. Es gibt Deutsch zur Auswahl, also wenn ihr das Ding auf Deutsch benutzen wollt, ist inzwischen möglich. Das nächste ist die Überwachung der Herzfrequenz. Die ist standardmäßig aus. Wenn ihr euren Puls die ganze Zeit mit monitoren wollt, kann man das hier einstellen, wie das geht. Das heißt automatische Überwachung. Heißt, kontinuierlich wird es geguckt. Es gibt einen Schlafassistenten, dann wird der Puls nachts gemessen, um zu gucken, dass da, wie ihr schlaft, keine Ahnung, was das soll. Oder man kann beides einschalten, dann ja, wird halt beides benutzt. Die Erkennungsfrequenz kann man sagen, wie oft er misst. Jede Minute, alle 5 Minuten, alle 10 Minuten. Je seltener man misst, desto länger hält natürlich der Akku. Je häufiger, desto genauer, denn die Sache ist, eine Minute klingt zwar erstmal blödsinnig, aber ihr habt das Ding halt irgendwie am Handgelenk. Und je nachdem, wie ihr haltet, ist da vielleicht mal Lücke dazwischen und da kann ich messen. Und ja, deswegen kann es manchmal Sinn machen, häufiger zu messen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine erfolgreiche Messung dabei hat, wahrscheinlich höher. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn eine Übung durchgeführt wird, dann wird automatisch schneller gemacht, also häufiger gemessen. Und man kann sagen, wenn ein Alarmwert, hier zum Beispiel 150 Schläge pro Minute erreicht werden, dann wird entsprechend eine Vibration ausgelöst, um zu sagen, ja, guck mal, du machst eventuell ein bisschen zu viel. Es gibt eine Gerätesuche, das heißt, ihr könnt auf dem Band sagen, pass mal auf, ich möchte gern wissen, wo mein Handy ist, ich finde das nicht mehr. Dann klingelt euer Handy und da kann es entweder den Standardklingelton oder einen speziellen Klingelton benutzen. Das lässt sich hier machen. Man kann Tastenkombinationen festlegen. Das ist, ja, wie ihr auf der Uhr den Schnellzugriff habt. Genauso die Bildschirmeinstellungen. Da sind ebenfalls alle Sachen. Trainingseinstellungen. Kann man hier sagen, in welcher Reihenfolge ihr was macht. Zum Beispiel Radfahren im Freien kommt bei mir häufiger vor. Dann könnte ich sagen, das bitte nach oben. Wenn ihr selten Seil springt, könnt das halt nach unten ziehen. So, speichern wir das mal. Und werfen wir gerade noch einen Blick auf die Uhr selber. Wir sehen hier standardmäßig das entsprechende Watchface, was man eingestellt hat. Das hier ist jetzt ein selbstgebasteltes. Wir sehen, es kommen hier entsprechende Notifications. In dem Fall hier ohne Text, weil ich gerade mein Handy gesperrt habe. Was wir machen können hier ist jetzt theoretisch links-rechts wischen. Ich habe hier noch eine Bildschirmsperre drin. Da muss man einmal nach oben wischen. Jetzt haben wir links hier die Notifications und rechts zum Beispiel hier Wetter, den Medienplayer, hier die einzelnen Aktivitäten, wobei man sieht, Radfahren ist jetzt oben. Und das ist alles das, was man mit diesem Quick Access oder wie das hieß, da in der Software einstellen konnte. Auch hier Find Device zum Beispiel, damit kann man das Telefon im Hintergrund wimmeln lassen, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man gerne mal sein Handy verliert. Ein bisschen mehr hat man, wenn man hoch runter geht. Da haben wir dann hier einmal Status, das ist hier der Schrittzähler mit der Distanz und dann auch entsprechend hier mehr Statistiken der letzten Tage. Ja, ich muss mich mehr bewegen, ich weiß. Workout starten ist dasselbe wie eben, das aktuelle Wetter. PAI, das ist der Aktivitätsindex. Das ist ja eine Mischung aus gegangenen Schritten und den Aktivitäten, die man durchgeführt hat.
Das heißt, damit kann man eventuell seinen eigenen Zustand besser beurteilen, wenn man jetzt mehr macht, außer nur zu Fuß gehen. Heartrate sehen wir hier, er hat jetzt eben 94 gemessen um 18.24 Uhr. Und wenn wir mal hier zum Beispiel so einen optischen Frequenzsensor mit dazu machen, ja, das nochmal hier an. Die Uhr hat jetzt 78, 77 und was sagt der optische hier am Handy? 72. Also sie sind relativ identisch. Das deckt sich auch mit dem, was ich bisher gesehen habe. Es war eigentlich ganz okay. Auch hier können wir dann hoch runter wischen, um zu gucken, zum Beispiel, ich war 100% relaxed. Ja, gut. Also auch hier wieder weitere Statistiken. Stresslevel, Breathing, das ist einfach nur, er zeigt einem an, dass man jetzt einatmen, ausatmen soll, so eine kleine Atemübung. Events, Notifications. Unter mehr findet man dann so Sachen wie Kamerafernkontrolle, Wecker und so. Ist aber leider, wie gesagt, Wecker und Erinnerungen und so, Events. Ist alles auf der Uhr, ist also nicht integriert mit dem Handy. Und leider ganz versteckt unter Settings findet man dann erst die Brightness. Wie man sehen kann, man kann hell-dunkel stellen. Mitte ist meistens okay, draußen wird es ein bisschen eng. Ich hätte mir gewünscht, wenn man das irgendwie automatisieren kann. Es gibt wohl Drittanbieter-Software, die kann das. Dass man sagt, okay, wenn man irgendwie draußen ist, macht's mal hell und dann, wenn man drinnen ist, macht's mal wieder dunkel. Dann basierend auf den Sensoren vom Handy und so. So, 2 Wochen sind vergangen. Ich hatte ein paar Tage Urlaub. Das heißt, das Ding konnte dann auch mal so ein bisschen seine Können als Sporttracker da unter Beweis stellen. Ja, Sport. Prinzipiell würde ich sagen, so allgemein ist dieses Urteil über das Ding okay. Nicht gut, nicht schlecht, okay. Als reiner Fitness-Tracker, die Pulsmessung funktioniert recht zuverlässig. Da habe ich keine Unfugwerte gesehen. Das sieht alles in Ordnung aus. Ja, der zeigt auch Werte an, wenn man auszieht, aber sie aktualisieren nicht. Ich gehe mal davon aus, er merkt, dass man dann nicht dranhängt. Also es scheint nicht irgendwie random zu sein. Ist schon mal gut. Allerdings, Fitness-Tracker heute, die aktuellen Modelle von anderen Herstellern, die haben halt auch ein paar mehr Sensoren. Gerade sowas wie GPS, sowas wie Blutdrucksensor, eventuell Oxygen Level, hier dieses, wie auch immer da, Blutsauerstoffsättigungsgedönses. Das hat der hier halt nicht, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, bei den meisten Smartwatches in dem Preisumfeld, die so Sensoren haben, sagen wir mal die Sensorwerte, die da rauspurzeln. Ich glaube, die sind eher Zufall, als dass sie gemessen sind. Von daher ist das jetzt für mich kein so großer Verlust. Sporttracking mit der App selber, bei mir 0. Hat nicht funktioniert. Liegt aber nicht an der Uhr, liegt an meinem Handy. Mein Handy hat leider in der Firmware, die ich benutze, ein kleines Treiberproblem mit GPS. Das führt dazu, dass wenn ich in Europa unterwegs bin, GPS-Empfang relativ schlecht ist. Da fehlt irgendwie ein Verstärker oder sowas. Das heißt, das bricht ständig ab. Und die App, die mit dabei ist, die nimmt ihre kompletten Positionen vom Handy-GPS. Und wenn Handy-GPS weg ist, dann stoppt die App mehr oder weniger die Aufzeichnung. Ein bisschen unschön, gerade weil andere Fitness-Apps halt dann ein bisschen intelligenter sind. Die gehen dann hin, okay, ich war früher mal da an der GPS-Position, jetzt bin ich hier an der GPS-Position. So viel Zeit ist vergangen, ich habe eventuell noch ein paar G-Werte. Dann rechnet der so die Mitte da aus, wie das dann mal gewesen ist. Und man hat zumindest noch Werte. Geht hier mit der leider nicht. Allerdings, das Ökosystem hier drin ist anscheinend nicht ganz so geschlossen, wie ich gedacht hatte. Ich dachte erst, es würde nur mit der Original-App funktionieren, dem ist anscheinend nicht so. Zumindest die Pulswerte rückt das Ding als normales Bluetooth Low Energy Ding raus. Das heißt, das kann man mit anderen Apps paaren und kann dann die Werte benutzen. Und auch die App selber. Ich habe gesehen, es gibt im Store entsprechend von Drittanbietern auch Apps, die mehr oder weniger die Original-App nachbauen, eventuell mal ein paar Funktionen hier und da ergänzen. Ist also anscheinend auch das Protokoll zumindest mal ein bisschen offen. Ob offiziell oder reverse-engineert, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Soweit habe ich nicht reingeguckt, aber es gibt was. Ebenfalls gibt was ist Watchfaces, die Original... Aber man kann, wenn man sich sehr tief reinarbeitet, eigene Watchfaces erstellen. Funktioniert leider nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Und es gibt auch viele Bugs, aber es ist möglich. Ich habe jetzt hier im Moment auch ein eigenes drauf. Gibt aber, wie gesagt, ein paar Bugs. Zum Beispiel, wenn ich Sekunden reinmache und ich habe eigentlich gerne Sekunden. Naja, er zeigt alles richtig an, aber sobald die Sekunde einmal weiterspringt, ist plötzlich alles andere an Werten auf dem Display weg. Solche Sachen. Ansonsten, Batterielaufzeit komme ich so auf 4, 4,5 Tage und etwa 2 Stunden brauche, um einmal von 0
vollzuladen. So, das war jetzt als Fitness-Tracker. Wie sieht es denn aus, wenn man das Ding als Smartwatch benutzen möchte? Nein. Also zum einen, Batterielaufzeit wäre für mich nichts. 4 Tage ist zwar für eine Smartwatch heutzutage wahrscheinlich eher viel, aber ich will nicht ständig die Batterie wechseln. Nee, muss nicht sein. Und zum anderen, für Smartwatch fehlen halt viele Funktionen, die man halt bei Smartwatches, die richtigen, sage ich mal, eher hat. Es gibt kein Mikrofon, das heißt keine Möglichkeit, hier drüber zu telefonieren. Auch wenn es eine Möglichkeit gibt, das Handy dann auf laut zu stellen über ein paar Tricks. Aber direktes Telefonieren ist nicht drin. Genauso wenig dann natürlich Voice Assistant oder sowas, wenn man das nutzt, ist auch hier drüber nicht möglich. Es gibt keine NFC-Funktion, also unterwegs mal schnell was bezahlen, auch nicht möglich. Und sowas wie Apps, um das Ding mal zu erweitern, gibt es halt auch nicht. Allerdings müssen wir halt auch bedenken, das Ding hier kostet nur einen Bruchteil von dem, was eine richtige Smartwatch, also sagen wir irgendwas mit Wear OS oder sowas läuft, dann am Ende kosten würde. Von daher kann man es verzeihen. Das Ding ist halt wirklich als Fitnessarmband designt und nicht als Smartwatch. Für mich, die groben Sachen, die ich unterwegs als Fitness-Tracker haben möchte, die funktionieren relativ gut. Ich kriege meinen Puls raus, ich kann Musiksteuerung oder auch Podcasts oder sowas hier drüber machen. Ich kriege Benachrichtigungen drauf, klappt auch halbwegs zuverlässig, auch wenn keine deutschen Sonderzeichen funktionieren. Da gibt es eine große Fragezeichen-Orgie, wenn jemand mal wieder die Smileys oder EÜ auspackt. Und als Fitness-Tracker ist die Laufzeit dann halt auch nicht ganz so ein großes Problem. Und ich denke, als das werde ich jetzt halt auch weiter benutzen als reinen Fitness-Tracker. Das heißt, wenn ich Sport mache, kommt das Ding halt dran, darf da ein bisschen mit aufzeichnen. Wie gesagt, BLE, also geht auch in eigene Apps oder wenn man lieber was anderes an Ökosystemen hat. Und für regulär bleibe ich dann bei meiner Uhr, wo dann die Batterie dann eher 4 bis 5 Jahre hält als Tage. Aber wie gesagt, es ist als Fitness-Tracker verkauft. Es ist zu einem Preis, der ganz okay ist, je nachdem, was man kriegt. Wie gesagt, ich hatte relativ gute Sonderangebote, weil die Geburtstag gefeiert haben. Aber als Fitness-Tracker selber tut's halt, was es soll.